Ganz was anderes jetzt. Bei Falco gibt es viele, unglaublich viele berühmte Textstellen, die wir alle kennen. Einer ist im U4 Geigen die Goldfisch. Und nach dieser Textstelle oder dieser kleinen Zeile haben sich seine Musiker benannt, nämlich die Goldfisch. Und ja, Falco gibt es ja leider schon lang nicht mehr. Aber die Goldfisch lassen Hans Hölzel immer hochheben, hochleben. In der Pandemie ging das nicht immer. Jetzt ist es wieder soweit. Sie geigen im U4 auf, immer auch mit Gastsängerinnen, heute und morgen. Gestern wurde geprobt und wir waren dabei. Wir haben im Juni in Burgersdorf Open Air brilliert und ich gehe davon aus, dass wir das alles noch intus haben. Die Herren sind sehr geduldig mit den Interpreten. Es ist angenehm, wenn wir wieder gemeinsam auftreten und die Tatsache, dass es harmonisch ist, ist eben, dass jeder das gern macht. Im Tonstudio von Thomas Rabitsch, wo auch die eine oder andere Falco-CD entstanden ist, proben die ehemaligen Musiker des Popstars mit einigen GastsängerInnen. Das ist immer vor quasi Hardcore-Falco-Fans zu spielen, echte Herausforderung für alle, die da mitsingen, den Text nicht zu vermasseln, weil die sind teilweise sehr schnell gerappt und so. Und das ist immer eine schöne Challenge. Darum hängen auch im Backstage-Bereich überall ganz groß A2 die Texte, dass man es noch einmal memorieren kann. Da stehen dann die Kandidaten, wollte ich fast sagen, die Interpreten davor, beten das noch einmal ab. Das ist jetzt auch nur der verlängerte Arm von Falco. Also er würde jetzt nichts einfordern, er war ja auch der Kapellmeister. Und er würde jetzt nichts einfordern, was Hans Hölzel nicht selbst irgendwie verlangt hätte. Man muss das nicht ernster nehmen, als es ist. Das hat er ja selber auch nicht gemacht. Ja, also ich versuche dann schon auch immer wieder so ein bisschen kleine Bonbons einzuschleusen und reinzuschummeln. Ist aber ein dünnes Eis. Die Falkologen sind da natürlich schon sehr textgetreu und dann das sollte man sich schon halten, wenn man dann nachher watschen kriegen will, Mofia. Und tut es einen Schnörbauer gehabt. Der Thomas kann schon ordentlich streng sein, ja, aber ich finde das auch wichtig, weil wir sind ja ein Riesenhaufen von vielen Persönlichkeiten, die man da zusammenhalten muss. Und da tut ja gern jeder mal so sein Kasperltheater aufführen. Uns ist ja auch wichtig, dass sozusagen keiner jetzt den Falco irgendwie versucht nachzumachen, weil den haben wir eh on screen. Das heißt, dieser Kontrast zwischen der Eigeninterpretation vorne live und ihm, der macht es eigentlich aus. Ich habe gespielt mit ihm von 80 bis 87. Und da kommen immer wieder auch Erinnerungen hoch, das ist ganz klar. Also es ist sicherlich so, dass das ist einem nicht egal, sagen wir mal so. Wir schauen dann wirklich alt aus neben ihm. Donnerstag und Freitag finden wieder zwei Konzerte der Goldfisch, wie sich die Falco-Band auch nennt, im U4 statt, die wegen Covid von Februar auf Oktober verschoben werden mussten. Ich habe so eine Falco-Mappe, da blätter ich es durch und wenn irgendwas Heikles ist, dann spülen wir das durch oder singen wir es durch. Das muss genügen und das rufe ich ab. Das ist einfach in mir drin, im Laufe der Jahrzehnte abgespeichert. Jedes Mal wieder denke ich mir, wenn man sich die Texte durchliest, das ist eigentlich Literatur und musikalisch sowieso auch sehr gut und diese Bühnenpräsenz, die der gehabt hat und seine eigene Masche kann man sowieso nicht imitieren. Natürlich soll man sich's wieder in Erinnerung rufen, das ist eh klar. Und natürlich müssen auch die Gastsänger ihre Parts sich einteilen und üben. Und das tut sich dann gut miteinander mischen. Das ist, ich glaube, das ist ein Kompromiss für beide gut. Er bleibt immer gleich jung und schön. Und wir machen es noch, solange wir können, bis wir dann uns umtaufen auf die Rollator-Band. Aber das hat noch ein paar Jahre Zeit. Also nächstes Jahr ist er 25. Todestag.
30 Jahre Donauinsel, wer weiß, ob wir da nicht wieder größer wo spielen. Ich hoffe doch, weil es macht uns einfach wahnsinnig Spaß. Bis dahin Geigen ab morgen im U4 wieder die Goldfisch. Legendär.